Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen HTZ hier vorstellen. Hier steht einmal HTA 220-2 einmal hier geschrieben. Der kostet hier 50.000 Euro und 2.805 Leasing. Ja, er soll hier 45 km/h schnell sein und wir haben hier ein Tankvolumen von 250 Liter und eine Leistung hier von 180 PS, entsprechend hier 132 kW. Ja, wir haben die Möglichkeit hier der Hauptfarbe schon mal zu ändern, zum Beispiel hier in den schicken Blau und dann hier in den Grau natürlich. Ja, Felgenfarbe wählbar leider hier nicht möglich. Wir haben hier nochmal das Design, was wir uns anpassen können. Jetzt haben wir hier das Nummer 1 und jetzt hier haben wir die schräge Haube. Ja, und dann wieder hier die Standard, wie wir hier sehen. Ich habe jetzt schon mal zweimal gekauft. Wir schauen uns das gute Stück mal an. Ich habe mal so grob mal schon mal drüber geschaut. Wie wir sehen, haben wir hier also Möglichkeiten hier mit Simple ID. Wenn man hier so irgendwie dann mal rangeht, hier an der Tür. Wenn man den Punkt findet, kann man das hier zumachen. Dann jetzt, ja, muss man mal schauen. Hier die Abdeckung jetzt hier, also der Tritt eher gesagt. Hier einmal das hier. Und dann jetzt, wenn man ein bisschen fummelt, dann kriegt man die Verkleidung auch wieder rauf. Oh, jetzt den hier. Machen wir mal so, machen wir es mal umgekehrt. Nehmen jetzt das Ganze hier. Und natürlich müssen wir hier den Punkt wiederfinden. Das gleiche ist jetzt hier mit der Tür. So. Dann steigen wir einfach hier mit denen mal ein. Das ältere Modell. Wir haben hier noch hier einen Punkt, was wir hier da schalten können. Hier die Handbremse. Können wir mal hier. Also wie wir sehen, hier lösen oder anziehen. Ob es jetzt eine Wirkung macht, das können wir jetzt auch gleich hier feststellen. Wir tun jetzt da einfach mal hier den Motor mal starten. Wie wir sehen, alles animiert. So, jetzt ziehen wir einfach mal die Handbremse an. Schauen wir mal. Er fährt trotzdem. Handbremse lösen. Fährt genauso. Der Spiegel hier, wie wir sehen, hier sind hier mit Funktion. Da kann man schon die Türen auf und zu machen, natürlich auf beiden Seiten. Da ist immer noch kein Sound, also möglich. Ja, wie wir hören, hier unsere La Cucaracha Hupe. Hier handelt es sich ja auch hier um einen Knicklenker, also es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hier natürlich zu fahren. So. Jetzt sind wir jetzt wieder in der Ansicht, also der, der und der. Also wir können jetzt hier auch in der Beifahreransicht sein. So. Pirschen wir uns mal langsam mal ran. Fangen wir mal an. Da sehen wir jetzt Abfälle hier fast auch. Dynamische Schläuche hier leider hier nicht verbaut. Hosenhüter auch schön. Damit es nicht hier geht. Ja, dann testen wir gleich mal hier nochmal hier unsere Heckhydraulik. Hinten scheint es so, dass das Simple, ich meine, hier dynamische Schläuche verbaut hat. Ich wollte schon sagen, Simple IC, ja, Versprecher sind natürlich inklusive. Aber, Schläuche hängen unten ganz schlaff. Wir können hier schauen, ob wir hier was mit der Maus noch machen. Ah, wir können die Spiegel einstellen. Das ist cool. Ich habe gedacht, das wäre jetzt die Elektraulik. Also wir können hier mit der linken Maustaste hier die Spiegel ganz gut hier einstellen, so wie wir es brauchen. So, natürlich jetzt hier den hier so, wie es auch justieren kann. So halt, wie wir es wollen natürlich. Schauen wir mal, ob man jetzt hier zu uns einen Anhänger hier ran können. Ob es was bringt. Es war der falsche, okay, aber egal. Dran ist dran.
Ist natürlich gewöhnungsbedürftig hier die zwei Ansichten. Ja, also denke so dran. Dynamische Schläuche hier leider doch ohne Funktion noch. Muss man dazu noch sagen. Vielleicht kommt ja hier ein Update. Und wie wir hier sehen, also Upsa. Bahasha Adernwelle hier natürlich auch animiert. So, wir wollten vielleicht jetzt den hier uns schnappen. Hippa. So, wie wir hier sehen, passt das hier auch. Schläuche funktionieren hier auch leider nicht. Wir fahren jetzt mit dem guten Stück hier mal durch den Schlamm natürlich mal durch. Drüber sehen wir hier ganz schön flexibel hier unser, also hast du immer hier einen guten Bodenkontakt. Das habe ich auch so mal in den K700 gerne gehabt. Da sehen wir jetzt hier ganz flexibel das Ganze. Du kommst immer hier normalerweise hier durchs Gelände durch, ohne dass du liegen bleibst, weil du stecken bleibst, rein theoretisch gesehen. Also liegen ja bleibst du schon, weil du im Loch steckst. Aber stellen wir jetzt einfach den mal so her. Lichttest machen natürlich mit den anderen, da ist nur die Schnauze eigentlich anders da. So, Wurms. Ja, den Fuchs lassen wir nochmal durchgehen. So. Nochmal in die. Ja, das ist schon eigenartig, das mit der Kamera daher. Das. Machen wir einfach mal hier das Look natürlich auch aus. Steigen wir nochmal auf und hier. Die Plattform kann man ja, wie gesagt, nach unten machen. Ui. Ja, so. Die Motorverkleidung, ja, die lassen wir mal. Jetzt kommen wir jetzt hier wieder. Alles wieder dran machen. So, jetzt muss ich mal schauen, wenn ich jetzt den Punkt dann habe. Wir haben hier ganz schön viele X'e. Mal schauen, ob man hier noch was machen kann. Ich glaube, das ist X von dort. So. Das wollen wir natürlich auch einklappen. Ey, ey, jetzt find doch mal hier das rote X. So, und natürlich jetzt die hier. Oh, das hat jetzt schnell gehabt. So. Einsteigen. Ja, die Handbremse. Die können wir jetzt. Das ist jetzt für mich anziehen, also lösen wir sie mal. So, hier das gleiche hier mit die Spiegel hier zum Einstellen. Natürlich hier die Seite genauso. Der Sonnenblende oder sowas gibt es hier leider hier nicht, was wir machen können. So. 45 km/h, sagt er. Ja, wir mal sehen hier. 45 km/h. Jetzt machen wir natürlich jetzt hier unser Lichttest natürlich. So, einmal hier schalten, wie wir sehen, hier innen drin. Kontrolllampe natürlich hier funktioniert. Dann jetzt hier die Überschreiber von vorne. Und dann hier das Fernlicht noch. Nehmen wir mal die Außensicht dran. Beifahrer. So. Rückfahrlicht hat auch keines. Bremslicht. Ja, funktioniert. Blinker. Haben wir hier hinten doppelt. Und dann jetzt hier, wie wir hier sehen natürlich. Und Umleuchter funktioniert auch. Jetzt hier vorne das Licht hier mit Nummer 5 macht die Nacht zum Tag. Und dann jetzt hier natürlich unser Nebelschein, darüber, was das sein soll. Jetzt schalten wir mal durch. Mit also F können wir auch nach hinten unser Arbeitsscheinwerfer einschalten. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal so an. Also hast du jedenfalls hier alles gut beleuchtet. Natürlich außer die Seite.
Das ist halt hier natürlich Bauart-bedingt, weil keine Scheinwerfer dran sind. So, jetzt gehen wir natürlich wieder Tageslesen über. So. Außenansicht natürlich. Ich finde jedenfalls der Mods ganz cool, die Hupe, so und so. Schauen wir uns die Lok an, wie wir hier sehen. Die Lok hier ist fehlerfrei, finde ich super toll, außer natürlich hier, dass hier die dynamischen Schläuche hier nicht funktionieren. Das ist das Einzige, was ich hier zu kritisieren natürlich habe. Und es ist auch hier auch kein neues Modell, sondern auch ein älteres noch. Das sieht man ja allein schon hier natürlich hier an der Fronthydraulik her, dass das also noch hier LS 15 oder 17 ist. Genau kann ich es noch nicht sagen. Aber jedenfalls ein toller Mod, soweit das. Man kann den gnadenlos runterladen und natürlich mit den spielen. Ja, wenn euch natürlich mein Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier reinschaut. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz.